geht bestimmt nicht, oder? Nö. Okay. Hätte ja sein können, dass das so eine Art Falle ist, dass dann die gierigen Leute sofort noch irgendwie einen auf die Nase bekommen und die etwas ruhigeren dann dran vorbeitappern und ne, ins nächste Gebiet können. Wobei, mehr töten ist eigentlich immer gut. Nicht Frau Skelett, Mann. Ja gut. Trinken. Okay, warte, das kenne ich. Das kenne ich von früher. So ganz, ganz dunkle Gebiete. Jetzt müssen wir nur so komische... Hängt da... Ah, da hängt was. Ich kann es blocken. Ich mach keinen Schaden. Okay, das Amulett da. Das wird die Schwachstelle sein. Ja. Oh, shit, 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 shit. Ich bin hinter seinem Arm. Boah, jetzt wird aus. Oh, jetzt wird aus. Der Kopf. Kann ich dir einen Gegenskill verpassen? Nein. Brust? War die schon wieder runter, oder? Okay, nein, nein. Okay, die zu nah. Kommen sollte man nicht. Hier geht man vielleicht Jump. Oh, hallo. Was ist denn? Das heißt, wenn man im Kampf zu lange braucht, kommt verstärkt. Das ist seine eigene Leute töten kann. Aber wenn er die killt, habe ich die Chance, dass eine Flasche aufgefüllt wird, oder? Fall könnte ich auch super gut spielen. Nebel. Könnte ich auch super gut spielen, wenn meine Lebenspunkte aufladen, indem ich einfach mal wieder treffe. Ring. Boah. Ernsthaft? Nein. Keine Aufladung ist ja bekommen. Könnte auch besser sein, dass ich nie einen bekomme. Und der heilt sich noch irgendwie, denke ich. Oder habe ich so dermaßen wenig Schaden angekriegt bisher? Ah, okay, irgendwas ist da gerade entsiegelt worden. Das heißt, ich muss ihn gar nicht komplett töten, ich muss nur erstmal die Dinger da genug beschädigen. Hallo? Ah! Was wird das? Skelette oder Nebel? Skelette, okay. So, komm da. Sehr gut. Hat geklappt. Was passiert jetzt? Ach, da ist noch eins. Wärst du so nett, du könntest deine Schergen immer zurückschlagen. Ja, genau so. Noch mehr. Nice! Hochfürsten. Was? Achso, Seele des Hochfürsten wollen wir. Seine Ruhe bewahren und beheben sie den ganzen Raum. Und das
Das war alles in unserem Kopf. Aber wir haben die Seele trotzdem bekommen. Gab keinen / kaum Seelen. Ah, da sind sie. Okay. Wollte schon sagen. Dann bitte einmal komplett aufladen und auch nach Hause. Jupp. Und dann nicht vergessen, die Hochfürstenseele mal anzuschauen, was da so beisteht. Weil ich hatte auch schon mal in so einem Ladescreen etwas von ihm gelesen, dass er irgendwelche Kronen zerschmettert hat oder dergleichen. Da. Fürst Volnir von Karthus verurteilte unzählige Seelen zum grausamen Toden, in dem Wunsch, sie alle zu überleben. Mal gucken, was er für Waffen im Angebot hat. Also, wenn man seine Seele verwurschtelt. Was hier? Nein, ein weiter. Aha, schon. Was haben wir da? Hoffürst Volnir lässt flackernde schwarze Flammen am Boden tanzen. Und heiliges Schwert von Fürst Volnir bräuchte 13 Stärke, 13 Faith, also Wille. Nee, Glaube. Ein vom Abgrund zerfressenes heiliges Schwert, das sehr cool aussieht. Als Volnir dem Abgrund erlag, ergriff ihn die Furcht vor wahrer Finsternis und er flehte zum ersten Mal die Götter an. Dieses heilige Schwert, zusammen mit 3 von Klerikerleichen abgerissenen Armbändern, spendeten ihm ein wenig Trost. Fertigkeit Götterzorn. Rammt das Schwert in den Boden und entfesselt eine starke Schockwelle. Der Zorn jener, die in den Abgrund gerissen wurden, sollte ein jeder fürchten. Das Schwert hätte ich gern einfach nur, um es zu haben. Ja, hol mal. Na. Aber ich sollte es nicht hier drin testen, sonst verletzt sich noch irgendein NPC. Aber ich kann sie trotzdem kurz anlegen, einfach nur um zu sehen, wie es ausschaut. Da ist es. Jo. 2 Helme nicht. Haha, nice. Okay, eine Spezialattacke. Kurz rauslaufen. Hier geht's nicht raus. Also zum Rauslaufen muss ich hochgehen. Da. Komm, lass mich raus. Hier ist kein NPC richtig. Also ganz nah am Eingang. Ne, okay, dann mache ich hier die Spezialattacke. Was? Wir haben keine Druckwelle. Weil es im Schrein war? Komm mal her, hier. Brauchen wir so ein Kaninchen. Ihr lungert alle vor meinem Schrein rum. Also müsst ihr auch sterben, wenn ich irgendwas Neues ausprobieren will. Da. Ha. Okay, dann kommt die Druckwelle wahrscheinlich nicht. Ja, mal ruhig weiter. Dann kommt die Druckwelle wahrscheinlich nicht, weil ich nicht genug Wille habe. Nee. Hätte ich gerne gesehen. Auch ansonsten sieht es einfach nur sehr stylisch aus. Muss allerdings weg, weil ich halt weder Wille noch Stärke genug habe. Was aber allgemein mein Equip angeht, wurde ich jetzt von sehr vielen Leuten darauf aufmerksam gemacht, dass wirklich erst bei 70% der nächste Schritt ist. Was mich ein bisschen irritiert. Denn im zweiten Teil gab es halt ganz normal wie hier auch, bei 30 und 70% waren es glaube ich, dass die Animation beim Rollen langsamer wurde und träger und man auch nicht so weit rollen konnte. Aber die Unverwundbarkeit-Frames waren noch sehr stark beeinflusst dadurch. Da
Das heißt, jeder 0,1 Prozentpunkt bei Belastung hat dafür gesorgt, dass man ein bisschen weiter rollen konnte und ein oder halbe Frames länger unverwundbar war, was denn am Ende doch recht viel ausgemacht hat. Soll hier aber nicht ganz so extrem sein. Das heißt, ich kann ruhig mit meiner Rüstung näher an die 70% rangehen. Also ich suche mir jetzt einen stylischen Helm. Den hier zum Beispiel. Der ist okay. Ah, der passt aber nicht zum Rest. Kann ich dann die ganze andere Rüstung auch tragen? 64%? Muss ich aber den anderen Helm dazu tragen. Das sieht sehr komisch aus. Gefallener Ritter. Wo ist das Gefallen? Da. Also der Glut sieht ganz nett aus, aber das Schild passt nicht dazu. Okay, Todesritter. Die Skeletor-Ausrüstung. Hat gar keinen. Also da. Ist da die adäquate Hose für? Haben wir nicht. Oh, das ist peinlich. Nee, auch nicht. Ich hätte gerne die Rüstung von der einen Frau, die wir im PvP gesehen haben. Herolds Rüstung. Die passt sehr gut zum Schild. Ja, funkelnd. Paladinartig. Oh, ich bin schon mal 71%. Das ging schnell. Gewicht 6. Ja, sieht doof aus. Es geht 69,3. Ich würde gerne wieder hübsch aussehen. 76, nein. Die ist eigentlich ganz gut, die Hose, ne? Ja. Okay, lassen wir es erstmal so. Und ich würde gerne, echt gerne wieder gut aussehen. Dafür müsste ich mich entfluchen lassen. Aber das ist nicht das Entfluchen bei ihr hier, oder? Welcome home, speak. 70.000 Seelen. Ja, nö. Aber es ist zu spät. Aber bei dem Schrein könnte es gehen und es sollte auch hier irgendwo gehen. Ah, well met, Ashen. How may I? Ich habe noch Asche für dich. Habe ich nicht? Was habe ich mir gerade aufgehoben bei dem Boss? Ashen one. Geh weg. Ach, das Foliant-Ding war das. Foliant von Karthus und Foliant der Grabwächter. Wir beides für unseren Pyromanten von Interesse, für den da. Ah, there you are. I am pleased. Hier, einmal die. Well, well. I've never seen anything like this. This inscription. This tome is from the catacombs. Fascinating. On this day, the teacher learns alongside the pupil. Und den hier auch noch. I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the Great Swamp. And nearly everywhere else, too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Ah, wer kann damit gemeint sein? Der Depressive, der immer am Eingang hängt? Ich glaube, er ist nicht gemeint. Romanzeug, sowas haben wir neu. Das sieht neu aus. Karthus Leuchtfeuer. Was passt, weil wir den
Bezwinger von Karthus hier gerade bezwungen haben. Der Schaden erhöht sich mit aufeinanderfolgenden Angriffen. Das ist sehr schick. 8000. Bräuchte allerdings 12 Glaube. Nee. Oh, was war das da unten? Karthus Flammenbogen. Verstärkt die rechte Waffe mit Flammen. Oh, sehr schön. Wäre eigentlich genau das, was ich bräuchte. Weil ich habe ja doch etwas mit Schleim und anderen Viechern zu tun, die feueranfällig sind. Aber dann müsste ich auch mit der Faust immer hin und her wechseln und ich müsste Glaube steigern um einen Punkt. Das geht eigentlich. Ja, mach mal. Kauf mal den hier. Oh, was? Ja. Und den hier. Do not be gone for what is. Den einen hätte ich nicht kaufen sollen. Jetzt habe ich nicht genug Geld. Habe ich noch. Ich habe ein ganz paar. Davon. Das könnte fast reichen. Ja, sollte reichen. Für eine Aufstufung in Richtung Glaube. Dann habe ich ein bisschen mehr Auswahl. Also je nachdem, was für ein Gegnertyp dann kommt, benutze ich meine große Zauberwaffe oder halt die Flamme. Welcome home, speak then. Very well. Then touch the take nourishment. So, ich würde gerne steigern. Glaube um ein. Yep. Dann würde ich hier meinen Zauber einstellen. Zwar dich weg und dafür dich hin. Ich muss dann allerdings oben wechseln mit Steuerkreuz nach oben und ich muss links wechseln auf die Hand, die denn hier wieder rein muss. Da. So, schauen wir mal. Wir sind bei Timecode 18:24 gewesen eben gerade. Gucken, wie lange das läuft. Währenddessen schaue ich mich hier um, wo dann vielleicht mein Flug geheilt werden könnte. Wahrscheinlich bei der Priesterin. Müsste ja hier sein. Oh, Champion, do you wish to hear a tale? Nee. Also muss ich wirklich jedes Mal in diese Gruft da runtergehen zu dem einen Schrein? Have a pleasant journey. I pray for your safety. Sieht fast danach aus. Wir sind übrigens schon bei fast 30 Sekunden. Das Ding ist immer noch am Brennen. Also ist ordentlich, kann man nicht anders sagen. Außer ich habe mir die falsche Zeit gemerkt. Geh mal dahin und dann reisen. Hierhin würde es weitergehen, bei Hoffürst Wolnir. Aber ich suche jetzt gerade... Oh, wo war das? Ich glaube hier. Wo man so runterspringen musste unter meinen Ratten vorbei und da dann irgendwo. Und das alles nur um gut auszusehen. So, also, ich warte mal ganz kurz. Timecode. 20 Minuten. Go. Und ja, das schaut richtig aus. Hallo. Wahaha. Schnetze, 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 Schnetze. So. Dann weiter runter. Und hier rechts rum. Genau. Ich würde gerne um Vergebung bitten. Das wurde nicht gesündigt. Um Läuterung bitten. 4700 Seelen. Habe ich gerade nicht zur Hand. Kleinen Moment bitte. Sekunden ist der Spruch schon aktiv. Eine Minute wäre noch ein ganz guter Marker.